Willkommen zurück, Leute, zu Crash Bandicoot 3. Wir sind auf dem Weg zu den 100% und 105%, Entschuldigung. Und Flaming Passion wird das nächste Level der Zeit-Challenge. Aber ich glaube, das ist auch mit das krasseste Level der Zeit-Challenge. Ja, doch, dürfte so sein. Das soll relativ asozial sein. Und ich habe mir das ja auch mal alles halt angeguckt und so. Und da würde ich jetzt auch sogar zu tendieren, dass es relativ scheiße wird. Nein! Oh, den Sprung habe ich geschafft. Shit! Shit, 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 shit. Aber die 4 Sekunden, die sind halt voll wichtig. Wenn ich da die Maske noch hätte, sind das 4 Sekunden, die ich besitze. Ja. Krasse Erkenntnis, ne? Ich sag es euch. Ich sage es euch. Boah, ist schon ein bisschen krank, ne? Also, boah, okay, mit dem Doppelsprung würde man da auch gleich rüberkommen. Dann machen wir das so. Ja, also ich denke mal jetzt so die Zeit-Challenges. Muss ich mal gucken, wenn ich mal ein Thema habe, dann habe ich halt ein Thema. Wenn ich mal kein Thema habe, Leute, dann habe ich halt kein Thema. Ich mache mir da jetzt echt keinen... Ey, der Doppelsprung hat nicht funktioniert. Echt, jetzt ohne Spaß, der hat nicht funktioniert. Ich werde mir hier auf jeden Fall keinen Stress machen mit irgendwas von wegen, oh, also, ich werde mir keinen Stress machen, ob hier irgendjemand irgendwelche Dinge von mir erwartet, wie das Let's Play hier jetzt am Ende noch zu sein hat oder auch eben nicht zu sein hat. Scheiße. So, ich möchte das jetzt einfach, ich möchte es auch durchspielen, ich habe auch Bock, das einfach nur zu spielen, ne? Da habe ich auch schon mal... erzählt, dass man da, wie gesagt, das wäre halt geil, wenn ich da die Maske noch hätte. Ich verstehe halt nicht, warum manchmal der Schuss kommt und manchmal nicht. Ah, das passiert random, ne? Ey, das passiert doch jetzt echt random, das ist doch nicht... Shit, auch schon wieder scheiße eigentlich. Das passiert doch nicht immer gleich. Die hat jetzt zum Beispiel nicht zugeschlagen, er dafür umso mehr scheiße. Es geht auch immer voll kacke los. Weil ich immer an der Uhr vorbeigeiere. Scheiße, schon wieder getroffen worden. Hm. Also wenn man... Ich möchte mal jetzt so sagen, wenn man von dem Teppich abspringt, kann man, glaube ich, keinen Doppelsprung mehr machen. Jetzt schon. Aber erst nach einer gewissen Zeit irgendwie. Weiß ich auch nicht. Das ist ein bisschen komisch. Oh. Krass, krass, krass. Das Schlimme ist, ne, da kommt ja auch bestimmt noch ein Stück. Das ist ja nicht, dass das hier gleich vorbei wäre. Boah, das war jetzt mal gut. Das war jetzt mal gut. Wir haben die Maske noch. Wir haben die Maske noch. Das wäre jetzt richtig episch, wenn die mich einfach durchlassen würden hier und... Oh, geil, ist weg. Nein! Oh Mann, der Sprung ist schwer. Der Sprung ist schwer. Kann man schwierig abschätzen. So, und hier, bei diesem Part jetzt zum Beispiel, trennt sich jetzt die Spreu vom Weizen der Zuschauer. Weil hier ist echt Commentary-mäßig. Ich gebe es auch wohl zu. Das ist jetzt hier nicht... Scheiße! Ist jetzt hier nicht so... Das Gelbe vom Ei, weiß ich nicht. Kann man das so sagen? Es ist halt sehr, sehr darauf aus, ob ich das schaffe oder eben nicht. Und wie gesagt, die Crash-Let's Plays, die ich bis jetzt gesehen habe oder die ich so gucke, hier zum Thema Crash 3 zum Beispiel, was ich gesehen habe, das war halt auch komplett so. Also da ging es nie um etwas anderes. Als um die Tatsache, schaffe ich das Spiel jetzt oder nicht? So. Und das habe ich mir auch ganz reingezogen und mit Begeisterung halt, ne? Ich fand's gut. Das ist jetzt halt so die Frage. Das ist eben in der Regel nicht unbedingt das, was man... Ah, ja, komm, vergiss es. Boah, das schaffe ich nicht. Das hier könnte tatsächlich die Kotzgrenze darstellen. Jetzt hat er den Doppelsprung wieder nicht gemacht. Das ist ein bisschen komisch. Ich drücke halt zweimal auf den Knopf und das wurde in diesem LP, das ich geguckt habe, halt auch voll oft gesagt.
Ich habe Doppelsprung gemacht und es klappte nicht. Da dachte ich mir auch immer so, ja. Laber du mal, ne? Als ob der den Doppelsprung gemacht hat, aber jetzt glaube ich's. Jetzt glaube ich's tatsächlich. Es funktioniert wirklich nicht immer. So, jetzt. Gut. Doppelsprung hat er auch gemacht. Schön, hier kleine Sprünge und gar nicht groß mit dem Typen da befassen. Oh, jetzt hat er den Doppelsprung. Es ist krass, ist wirklich krass, der macht den nicht immer. Er macht den wirklich nicht immer, was soll das denn? Es kommt davon, man glaubt, die Leute labern Blödsinn, aber das ist tatsächlich so. Ich rutsche hier schon gleich vom Gamepad ab. Ich bin eigentlich nur noch mit dem Rest vom... Jetzt hat er den schon wieder nicht gemacht. Mit dem Rest vom Daumen drauf. Also, nee, scheiße. Das war nichts. Mit dem Rest vom Daumen ist noch gerade so... dass ich die Stelle noch so erreiche. Oh. Dreh dich noch nicht um. Ja, okay, gut. Doppelsprung brauchten wir gar nicht. Kleine Sprünge. Treffer. Ah, ich wollte rechts dran vorbei. Mach den Doppelsprung. So, die brauchten wir. Da führte kein Weg dran vorbei. Das gleiche gilt für die Maske. Oh, eigentlich hätte ich da weitergemusst. Da darfst du nicht abchillen. Scheiße, das darf nicht passieren. Ich glaube, das war die Bedingung für dieses Level, dass sowas nicht passiert. Oh, fuck. Krass, das läuft nicht, liebe Leute, das läuft gar nicht hier. Schon wieder den Gegner treffen lassen. Aber ich glaube, es lebt ein bisschen davon, dass ich meine Masken opfere. Ich glaube tatsächlich, dieses Level lebt davon, dass ich das tue. Aber nicht unbedingt an dieser Stelle. Nee, an der Stelle einfach nicht. Hallo, an der Stelle nicht. Da hast du nicht deine Maske zu verlieren. So, gib Gas. Doppelsprung nicht gemacht. Klar, der Doppelsprung muss an der höchsten Stelle ausgeführt werden des Sprunges. Da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Und ich vermute auch mal, dass das Problem ist, das ich momentan habe. Schade. Das Timing ist halt immer scheiße. Oder manchmal scheiße, weil die Uhr so weit rechts ist. Du musst... Ja, du musst am Anfang halt einen Schritt nach rechts gehen. Das ist extrem blöd. So doof es klingen mag, aber das ist extrem doof. Dadurch passt halt voll viel am Ende nicht mehr, wenn... nämlich genau das nicht machst. Wie gesagt, das lebt einfach davon, dass jeder Sprung genau gleich ist. Oh, jetzt habe ich schon wieder... Das ist jetzt schon wieder so eine... Jetzt das Level ein ganz kleines bisschen anders. Jetzt ist das Level wieder... Wobei, ne? Das dürfte noch passen. So, tschüss, Mann. Oh, ich kotze. Bin nicht mal sicher, ob es das Schwerste ist. Das Schlimme ist ja, ich schaff's ja nicht mal. Ich komme ja nicht mal durch. Mega scheiße. Und fuck you, Doppelsprung. Funktioniert einfach nicht. Das ist jetzt ist wieder richtig dreckig. Gibt's hier drei Masken? Ich glaube, hier gibt's drei Masken, oder? Wenn's drei Masken gibt, ist es halt auch manchmal so, dass es davon lebt, dass du am Ende den Superman hast. Es ist wirklich so. Also das Goldrelikt ist dann so aufgebaut, dass es nur für diejenigen erreichbar ist, die am Ende den Superman haben. Und wenn du ihn nicht hast, dann hast du schon verloren. So habe ich ihn natürlich nicht. Ich raff es nicht genau, also... Kein Scheiß. Ich drücke den Knopf, Leute. Ich drücke den Knopf. Das könnt ihr mir glauben. So ist man natürlich... Krass.
Ich drücke den Scheißknopf, aber es klappt einfach nicht. Ah, jetzt habe ich mir das so... So, jetzt mal gucken. Also hier kann ich echt... Nee, das ist war zu spät. Das ist... Ja, der höchste Punkt halt, ne? Gucken, jetzt ist es ja eigentlich genauso, wie es immer ist. Vielleicht sogar... Boah, das ist jetzt eigentlich voll gut. Ah, oh, Doppelsprung. Tacken zu spät. Ah, aber das war ansonsten einfach gerade richtig göttlich. Zu spät gedrückt. Ich habe noch nicht das Gefühl dafür. Tut mir leid. Anscheinend fehlt mir da noch ein bisschen das Gefühl. Zack, tschüss, Mann. Wow. Keine Ahnung, wenn ich nach rechts rennen will, ist das manchmal einfach nur riesengroße Grütze. Riesengroße Grütze, nach rechts rennen. So lächerlich das klingt. Aber man drückt dabei halt immer ein bisschen mit nach links. Und das darfst du halt nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und jetzt habe ich es ein bisschen verkackt gerade. Richtig schön scheiße. Shit! Oh, das war so gut. Das ist natürlich... Vergiss es, vergiss es. Kann ich gebrauchen. Krass, das war so gut gerade. Das war gerade so gut, das war gerade so gut. Das darf nicht... Ja. Ah, war das gut. Bitte dich, ich bitte dich. Das war doch echt krass. Geskillt. Da brauchst du keinen Doppelsprung. Hier brauchst du den Doppelsprung. Dann kannst du hier halt deine kleinen Sprünge machen. Merken. Okay, so ist einfacher. Voll gut, voll gut, voll gut, voll gut, voll gut, voll gut, voll gut. Oh krass, jetzt darfst du es hier echt nicht verkacken. Jetzt darfst du es hier nicht verkacken. Einfach entspannt bleiben, so scheiße das hier auch alles ist. Scheiße. Egal, 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 egal. Boah, ich krieg's hier echt nicht mehr hin. So. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kleine Sprünge und... Oh nein. Shit. Es tut mir leid. Aber... Das ist das, worauf wir uns hingearbeitet haben, Leute. Shit! Das wäre auch ein richtig geiler Run geworden. Würde ich jetzt mal so sagen. Der wäre ultra perfekt gewesen. Okay, okay. Hier, das ist halt mir. Oh. Warum nicht? Wenn ich da immer so geil vorbeikommen würde, ne? Das wäre echt einfach nur... Der Traum der Träume. Jetzt habe ich an der Stelle echt... WTF. Okay. Nein! Vollkommen scheiße. Vollkommen scheiße und unnötig alles. Ich... Keine Ahnung, ich finde die Sprünge hier gerade unglaublich nervig. Was mich ein bisschen wundert, weil ich sie eigentlich mag. So, das war gut, das war gut. Jetzt entspann dich mal ein bisschen. Jetzt entspann dich mal ein bisschen. Du bist nämlich kurz vorm Ende. Glaube ich zumindest zu wissen. Geh weg! Oh, da war eine 3-Sekunden-Kiste. Eine 3-Sekunden-Kiste, Alter. Jetzt nochmal richtig einreißen können. Gold! Ja, verdient. Verdient. Hat auch die ganze Part gedauert. Verdient. Definitiv. Mann. Scheiße. Scheiße, scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Flaming Passion ist unsers, Leute. Flaming Passion ist unsers. Der 5. Warp Room ist somit im Grunde fast komplett abgeschlossen. Da fehlt jetzt echt nur noch das Flaming Passion, ja. Da fehlt jetzt nur noch Fusion Frenzy, ne? Ne, Gone Tomorrow.
Fuck. Ja, das macht mir echt Angst. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part wieder, wenn ihr Bock habt. Bis dann und ciao.